Hallo Klickenabendler, wir sind in Nürnberg 2023. Neben mir ist der Frank. Das letzte Mal haben wir ihn getroffen in Essen. Hallo Frank. Hi. Wir sind auch wieder bei euch und ihr habt auch wieder einige Neuheiten bei euch. Ja, genau. Wir haben wieder einiges mitgebracht. Auch Spiele, die wir eigentlich letztes Jahr schon vorgestellt haben, die es dann doch jetzt erst geschafft haben. Aber auch die werden kommen und auch einige Neuheiten haben wir dabei. Ich glaube, das wird sich noch die nächsten Jahre bei allen so ein bisschen hinziehen, weil es ja immer dieselben Gründe hat. Im Moment immer noch wegen Produktion und Transport. Genau, das ist immer noch ein Thema, was einfach da ist. Müssen wir mit leben. Mir geht da allerdings so direkt das Herz auf, wenn ich Herr der Ringe lese. Ich bin ein unglaublich großer Herr der Ringe-Fan von den Büchern, von den Filmen, von der Serie, von allem. Mein Ehering ist in Elbig tatsächlich und deswegen freue ich mich immer, wenn ich ein Herr der Ringe-Spiel sehe. Ja, gemeinsam zum Schicksalsberg wird das Buch wieder erlebt. Man begibt sich an verschiedene Orte und auf seiner Reise reist man vom Bruchtal nach Lothlórien am Anfang und bekommt hier unten immer ein neues Set Begegnungskarten. Also das heißt, für jeden Abschnitt sieht man an der Seite, gibt es neue Begegnungskarten, die man erwürfelt, welche davon dann halt in Kraft treten. Dafür sind die beiden schwarzen Würfel zuständig und die Aufgabe der Heldengruppe ist es, die Gemeinschaft immer zu dem neuen Ort komplett zu führen. Ihr spielt gegen das Spielbrett, also gewonnen habt ihr natürlich, wenn der Ring im Schicksalsberg sich auflöst, habt ihr das Spiel gewonnen. Und ihr kämpft gegen das Spielbrett in Form von Nazguls, die Minas Morgul verteidigen. Wenn die vollständig bei Minas Morgul eingetroffen sind, bevor ihr mit dem Ring über Minas Morgul gezogen seid, habt ihr natürlich das Spiel verloren. Oder aber, wenn der Ringträger so verzweifelt ist, dass er quasi dem Bösen widerliegt. Genau. Ja, das wird dann halt über verschiedene Spielfelder hier. Wäre zum Beispiel, wenn ein Spieler da drauf kommt, kommt ein weiteres Nazgul nach Minas Morgul und über die schwarzen Herzen wird man halt immer trauriger und erliegt dem Ring. Und die Spielzeit ist ungefähr so eine Stunde, nehme ich mal an? Ja, Stunde Spielzeit. Wie gesagt, schon kooperativ. Man würfelt, man entscheidet beim Würfeln aussuchen, mit welchen Helden man sich bewegt und kann hier unten über die Karte halt Vorteile und Nachteile generieren für die Spieler. Und natürlich, je weiter man in dem Spiel voranschreitet, umso stärker überwiegt der Teil der Nachteile. Du hast schön in der Kamera drinne. Der Herr der Ringe-Fan wird jetzt sagen, ja, das ist ja gar nicht die Originalkarte von Mittelerde. Spielplan geschuldet ist es einfach notwendig, dass man da diesen Weg so baut. Aber es sind sehr, sehr schöne Illustrationen mit dabei und man taucht wirklich toll in die Thematik Herr der Ringe da ein und kann das nochmal richtig schön miterleben, was in den Büchern steht. Eben im Kamera-Off, es ist ja auch nicht das erste kooperative Herr-der-Ringe-Spiel, das allererste bei Cosmos, immer mal wieder in der Neuauflage tatsächlich erhältlich. Auch das gibt es im Handel. Das heißt, ihr habt jetzt zwei kooperative Spiele. Das hier ist, glaube ich, eher für Familien. Das ist ein bisschen runtergebrochen. Ist ein bisschen runtergebrochen. Und hier bei dem Herrn der Ringe ist eine Neuauflage gewesen, die jetzt auch schon letztes Jahr rauskam. Und da ist wieder das alte Spielelement drin, dass man über verschiedene kleinere Spielpläne versucht, die Gemeinschaft halt nach Mordor zu bringen und auch da den Ring zu zerstören.